Einen wunderschönen guten Tag, YouTube, und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Ja, ich nehme mal wieder ein Video auf. Mittlerweile gab es hier, glaube ich, zig Patches. Und, ja, ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel. Wir machen trotzdem einfach weiter, würde ich sagen. Weiter. Und dann gucken wir mal, wo wir gerade stehen geblieben sind. Ich glaube, das letzte Mal habe ich aufgenommen in meiner Trennung. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Also ein halbes Jahr habe ich das Spiel nicht mehr angefasst. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich noch beschissener spiele, als ich es vorher schon getan habe, denn ja, was will man machen, nicht wahr? So, ja, wie konnte man pausieren? Konnte man pausieren? Nur Inhalt verfügbar. Kostenloses Update für alle Spieler. Erleben Sie durch das Update 1.5 neue Aufträge, neues Dinosaurier, Sozialverhalten und einen vollständigen Tag-Nacht-Zyklus im Laufe der Kampagne. Außerdem können Sie in Dr. Wus Geheimnisse neue Missionen, neue Orte, neue Dinosaurier und eine neue Jurassic Story freischalten. Ab sofort käuflich erwerblich. Okay. Der Aufnahmemodus ist jetzt verfügbar. Nutzen Sie diese neue Möglichkeit, um Ihre Lieblingsmomente festzuhalten. Der Aufnahmemodus ist eine brandneue Möglichkeit, Ihre Lieblingsdinosaurier zu fotografieren und erlaubt Ihnen, das Spiel zu pausieren, den idealen Winkel zu finden und das perfekte Foto zu schießen. Sie können den Aufnahmemodus über die Option aufrufen. Okay. Konnte man das Spiel pausieren? Ging das? Habe ich pausiert? Habe ich nicht pausiert? Lassen Sie einen Brachiosaurus mit der Bewertung 176 frei. Lassen Sie einen Nodosaurus mit der Zähigkeit der Hautmodifikation frei. Wo ist das Menü? Ach, hier ist das Menü, ne? Gab's hier nicht. Ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel, Leute. Sorry, ich versuche mich wieder reinzufuchsen. Hier ist Geld, ja, Geld, super. Man konnte pausieren, oder nicht? Vielleicht wäre es besser gewesen, neu anzufangen, aber ich möchte jetzt auch nicht neu anfangen. Naja, aber die Karte ist unsere erste Map, war das hier, ne? Ja, das war, glaube ich, so ziemlich unsere erste Map. Strom passt hier überall. Nee. Ich wollte Kontrollraum. Ah, hier, Inselnavigation. Wo waren wir denn? Hier sind wir gerade auf Isla Tacaño. Oder Tassaño. Oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Wir waren gerade Isla Pena? Aber was genau machen wir gerade hier? Erinnert ihr euch noch? Könnt ihr mir sagen, was wir hier tun? Geld sammeln wahrscheinlich für Isla Pena. Geld haben wir. Kein Problem. Ach, wir wollten Fossilien sammeln. Warte mal. Wie ging das nochmal? Hier, ne? Ne, das ist der Akku-Helikopter. So, wir wollten ein paar Fossilien holen, glaube ich, ne? Neue Fossilien entdeckt. Ich weiß auch nicht. Hier 0% Chasmo. Da können wir mal einmal hinschicken, aber wir können, glaube ich, mehr fliegen, ne? Karma, Chameleon. So. Und irgendwie konnte man auch forschen, ne? Wie ging das nochmal? Oh, hier können wir Dinos ausbrüten. Das wollen wir ja nicht. So war ja der Kartenmodus. Ja. So, was war nochmal? Wie kam ich nochmal zu Akku? Da gab es auch einen Tastenkürzel, ne? Ne, die Ranger-Station. Wie war denn die Kürzel? Wie war denn die Kürzel? Ich weiß es nicht mehr. Steht das hier nicht bei? Stand das hier nicht bei, welcher Tastenkürzel das war? Skins wechseln. No. Vielleicht R wie Ranger? Ja. So, dann können wir auch gleich mal wieder. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Anfrage bestätigt. Verstanden. So.
Nehmen wir mal Team 2. Team 1 füllt das hier alles auf. Und Team 2 kann mal los hier. Bei den Fleischosauriern. So. Aufträge, Aufträge, Aufträge. Wer hat einen neuen Auftrag? Dieser Typ. Geiler Typ. Finden Sie 10 Minuten lang Stromausfälle. Schaffen wir, gar kein Problem. So. Expedition, Dingsblumen gefunden. Ist das unser T-Rex? Gott, sieht der klein aus. Okay, es sieht aber schon sehr cool aus. Wenn man ranzoomt. Wenn man ranzoomt, sieht er cool aus. Ansonsten ist er recht unbeeindruckend, würde ich sagen. Fossilien. Was war da? Hotkey F. Nein. Wo waren die nochmal? Da. So. Nee, halt. Stimmt gar nicht. Wo ging die nochmal hin? Oh, Forschungszentrum. Können wir Sachen forschen? Gebäude-Upgrades? Was haben wir da? Nachladetempo für Akku. Nachladetempo für Ranger. Mhm. Genetische Forschung. Stärke des Herzens 4.0. Aggressives Verhalten. Erhöhte Knochendichte. Hier kommt. Nicht mehrere Sachen erforschen? Ich scheinbar. Habe ich noch was? Nein. Okay, aber zwei Sachen dürfen wir erforschen. Ah, hier sehen wir auch die Fossilien. Sehr schön. Okay, können wir gleich nochmal losschicken. So. Dann sammeln wir hier mal ein paar Fossilien, damit wir die drüben verchecken können. Ich glaube, das war unser Plan, wenn ich mich nicht täusche. Fliegen sie wieder los. Ja, interessant haben wir hier gebaut, ne? Wir haben jetzt unser Pflanzenfresserchen, ja, ein paar Bäumchen gestellt. Ne? Hier sieht man nochmal da die Zufriedenheit der Dinosaurier, wenn man draufklickt, ne? Mhm. Ja, denen geht's gut, würde ich behaupten. Wir haben noch Deep. Ja, hier haben wir Deep Plus noch. Diplo geht's gut und Brachio geht's. Ne, ist auch ein Diplo. Hier Brachio. Dem geht's auch gut, ist fast ein bisschen zu voll, deswegen haben wir da wahrscheinlich auch nichts mehr reingesetzt. Und was geht beim Herrn T-Rex? Ja, der will wirklich nur alleine leben. Ansonsten geht's ihm sehr gut. Ist jetzt natürlich ein bisschen feucht, der Gute. Mhm. Harsche feucht. So. Ja. So, kommen wir zur Ranger-Station. Fossilienzentrum. Was? Achso, eine Tafel. Ja, klar. Bowlingbahn haben wir hingestellt. Wie kam ich nochmal schnell dahin? Einfach so, ne? Wie komme ich hier in dieses Menü schnell? Sagen wir mal ein paar Tasten durch. C war's. Okay. Da kommen die Kollegen auch gerade wieder. Wir haben die Quest, einen Brachiosaurus freizulassen. Ja. An sich machbar. 15 von 17. So, da ist kein Platz mehr. Sprich, wir schicken jetzt nochmal los hier die Dudes. Und dann springen wir mal rüber auf die andere Insel, würde ich sagen. Gucken wir uns mal an, was wir da fabriziert haben. So Isla Pena. Ich kann mich daran erinnern, dass wir da... Was ist diese? Ich weiß nicht. Mal kurz rüber. Nichts in Jurassic World hat einen natürlichen Ursprung. Wir haben die Lücke im Genom schon immer mit der DNA anderer Tiere aufgefüllt. Und wenn ihr genetischer Code rein wäre, würde hier vieles anderes aussehen. Aber sie wollten keine Realität. Sie wollten mehr Zähne, Doktor. Oder so. Isla Pena, 11 Meilen östlich von Isla Takami. Das Geld kann man zu überspringen. Ich hab's mir jetzt nochmal kurz angeguckt. Jetzt aber nicht mehr. Ciao. Aha, hallo, hallo. Okay, gucken wir uns angucken. Okay. So.
Ja, doch. Leichte Erinnerungen habe ich. Fragt ihr euch? Ja, hier wollten wir, glaube ich, irgendwas umbauen, weil wir hier ein riesiges Gelände haben mit nur zwei Baryonyxe. Was schon ein bisschen Schmarrn ist, wenn man auch versteht, was ich meine. Was haben wir denn hier? So, hier können wir erstmal uns ein bisschen um Fossilien kümmern. Und dann jetzt mal ein paar verscherbeln werden. Verkaufen, 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 verkaufen. Ja, was wir noch nicht haben, möchte ich natürlich dann schon extrahieren, ne? Dann möchte ich dann schon extrahieren. Also die Sachen, die wir noch extrahieren können, extrahieren wir natürlich. So, kann ich den hier auch losschicken? Die Dudes. Wir haben immer noch was mit 0%. Hier, holt mal ran, ne? So, ein bisschen Geld haben wir. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, was wir machen. Ich würde fast sagen, wir verkaufen die hier. Meine Baryonyxe, klar, auch coole Tierchen. Ja. Aber in dem Fall würde ich fast sagen, holen wir mal Akku. Welche Taste war Akku? Testen wir mal Tasten durch. Schauen wir mal, ob wir irgendwann zur Akkustation kommen. Ah. Auf T. So. Akku-Helikopter. Aufgabe hinzufügen. Betäubt die mal beide. Aber konnte man nicht pausieren? Ging das nicht? Ich war ein bisschen rumschnaufe, nicht wundern. Meine Allergie macht mich fertig. So, Forschung ansehen. Das ist schon eine Forschung fertig. Was haben wir denn hier Schönes? Ammoniak für... Au, okay, okay. Erforschen wir mal gleich hier. Und die Krankheiten erforschen, ne? Damit da nicht so eskaliert. Ich würde sagen, wir machen diese Folge auch ein bisschen länger. Ein gutes Stündchen, würde ich sagen. Einfach nur, um wieder reinzukommen ein bisschen ins Spiel. Und ich hoffe, die Aufnahme läuft dann soweit, dass alles flüssig läuft. Man weiß es ja immer nicht, wenn man so lange nicht aufgenommen hat. Ich wohne ja jetzt bei der Mary, also ich bin jetzt Braunschweiger. Na, da... Sowieso immer erstmal technische Probleme, wenn man irgendwie umzieht. Der springt hier zum Beispiel immer die Sicherung raus, wenn ich meine Steckerleiste mache. Gut, immer stimmt nicht. Zweimal bislang. Wir haben was da ein neues Angebot. Ja, das schaffen wir. Da unsere beiden Fleischfässer gerade betäubt werden. Nicht wahr? Er versucht zumindest. Aber wo können wir denn hier noch ein Gehege bauen, sag mal? Ankunftsort? Also hier kommt man an, ne? Sind hier einfach nur zwei Kraftwerke, ein endlos langer Weg, ohne alles, dann kommt ein Forschungszentrum, dann Akkuzentrum, wenn man rechts rumfährt, Fossilienzentrum, Expeditionszentrum, die Rangerstation, wenn man ganz bis zum Ende der Insel durchfährt, kommt dann auch mal ein Dinosaurier. Weiß ich nicht, Leute. Krankheiten. Kostet das eigentlich Geld? Ja, kostet es scheiße. Haschte? Junge. Wie kehrst du Basis zurück? Da haben wir noch die Dinosaurier. Okay, er hat die betäubt. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt Transportteams, denn ich möchte die verkaufen. Wie verkaufen wir nochmal? Verbaut. Wie verkauft man nochmal Dinosaurier?
Die schon mal nicht. Dann was Transportteam. Dann draufklicken. Da, die Dinosaurier verkaufen. Damit wäre die Arbeit erledigt. Okay. Okay. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. So. Die werden erstmal verkauft. Dann kann hier nämlich was Größeres, Besseres rein. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Du bist ein Brachio. Hallo. Oh. Du bist ein Brachio, der sozial ein bisschen traurig ist. Der Fläche haben wir gerade so hinbekommen. Also wäre es hier ganz gut, wenn wir hier noch ein Brachio ausbrüten würden. Brachio, der leider viel kostet. Können wir da schon irgendwas Neues, Cooles? Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt erstmal. Wir brüten jetzt erstmal ein Brachio aus. So. Eins nach dem anderen. So, die kommen weg, dann kommen da andere Fleischfresser hin, vielleicht ein T-Rexchen. Brauchen wir natürlich auch wieder Kohle. Sturmwarnung, das ist natürlich schön. Aber ist uns gerade mal Wumpe. Wir müssen nämlich mal kurz rüberspringen. Und das können wir natürlich auch eben noch machen. Immer noch 0% bei welchen. Ah, so, springen wir hier nochmal kurz rüber. Weil ich da dann die fossilen DNA schnappern möchte. So. Erstmal hier wieder klarkommen. So. Ich weiß es nicht. Ja doch, sieht gut aus. So. So, Fossilien, was gab's denn hier? Die wollten wir extrahieren. Die wollten wir extrahieren. Die wollten wir extrahieren. 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 So, dauert jetzt natürlich alles ein bisschen. Wir wollen ein bisschen viel extrahieren. Das hätten wir mal eher machen sollen. Jetzt haben wir hier so viele Fossilien, auf die wir warten müssen. Wir können vielleicht nebenbei wieder kurz den Helikopter... Ach ne, wir sind ja schon. Wir sind ja schon unterwegs, die Dudes. Schasmo, haben wir das nicht auch als Quest? Nee. Ach, man hat auf jeder Insel andere Quests, ne? Die haben eine Quest, ein Brachio freizulassen. Mit 167, was hat der für eine Wertung? Stoffwechsel. Gewohnheitsschwell... Innenwert? Ach so, Gewohnheitsschwellenwert, also... Grasland, idealer Bestand, soziale Gruppe 1 bis 5. Krankheit anfällig für Fahnenvergiftung und immun gegen Erkältung. Da hatten wir so ein paar Informationen. Schön. 167 Moves, brauche ich aber noch besser. So, zu den Fossilien. Verkauft wird hier nichts. Hier wird nur extrahiert. Extrahieren. Extrahieren. Dann müssen wir uns eine kleine Weile hier aufhalten, bevor der Sturm drüben kommt. Der Sturm. Dann müssen wir ein Brachio verkaufen und am besten noch irgendwas erforschen. Wobei ich hier lieber erstmal ne, die Krankheiten erforschen möchte. Damit ich in dem Fall der Fälle für meine Dinosaurier sorgen kann. Für meine kleinen, süßen Dinosaurier. Krankheit ausgebrochen. No, Ranger Team. Aufgabe hinzufügen. Kümmere dich darum. Aber Beschleunigung und Zeitanhalten ging gar nicht, ne? Das war ja so. Das war ja so eine Sache. Was hat eine T-Rex da für tolle Informationen? Nur. Und anfällig Campylobacter. Okay. Immun gegen Fahrvergiftung, weil er nichts davon ist. Soziale Gruppe 1 bis 1. Der ist eher nicht so sozial drauf.
So ein bisschen der Twitcher. So. Wie schaut's? Ein bisschen lang gewartet mit, ne? Jetzt kann ich die natürlich direkt schon wieder losschicken, aber dann ist direkt wieder voll. Was? Horsehoe Canyon Formation. Formation. Kanada, Expedition noch nicht abgeschlossen. Unzureichende Fossilienkapazitäten. Ja, ich kümmere mich dort drum. Wenn dann soweit durchgeforscht ist, können wir mal gucken, ob wir dann den Brachio noch irgendwie pushen können, damit seine Wertung gut genug ist, damit die hier zufrieden mit uns sind. Ah, erstmal Bein hochlegen. So. Gemütlich machen. Forschung abgeschlossen. Avipox-Virus. Der Avipo-X-Virus. Da hat man ganz viel Po. So. Neue Fossilien incoming. Sehr schön. Verkaufen, verkaufen. Extrahieren, extrahieren. So, Forschung. Drei Gegenstände verfügbar. Genetische Forschung. Gebäude-Upgrades. Nö, 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 nö. Machen wir jetzt mal hier. Ist ja wurscht, was wir jetzt zuerst erforschen. Einfach irgendwas erforschen und dann sind die Dinosaurier on point. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Hi. Bist du Brachio? Nee. Ist ein Dicke. Wollte schon sagen. So eine Süße, ne? Mit den Pflanzenfressern. Ja, haben wir doch ganz süß gemacht. Ich erinnere mich noch daran, dass Passiv sagte, sie würde am liebsten alles abreißen und neu bauen. Tatsächlich hat man im Laufe dieses Spiels dann echtes Geld dazu, um das zu machen. Muss allerdings erst alle Dinosaurier einschläfern, verkaufen. Also nicht einschläfern, sondern ne, bist schon betäuben. Oh je. Da haben wir uns ja auf was eingelassen. Ja, eigentlich, ne? Scheiß drauf, schicken wir die einfach nochmal los. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir den Polankala Polacanthus. Polacanthe. Was haben wir hier? Gallimimus. Okay. Nehmen wir mal. Ich glaube nicht, dass unsere Show als Unplugged-Version funktionieren würde. Gut, dass sie den Energieauftrag geschafft haben. Wie sieht der Stand der Dinge? Das hier mit da. Hier muss ich mal irgendwie eine Quest machen. Man musste da irgendwie pushen, ne? Damit man irgendwie. Hier schalte ich dann den Stiegimoloch frei. Was? Ruf erlangt, Mission kosmetische Verbesserung. Haben wir hier noch eine Quest? Ach, das sind beides. Das sind beides so eine Quest. Lassen Sie einen Nodosaurus mit Zähigkeit der Haut. Lassen Sie einen Brachiosaurus. Systemsfähiges Gemon. Kamarasaurus. Kamarasaurus. Kamarasaurus? Wenn hier unten was stirbt, machen wir es mal hier. Da unten können wir gerade nichts mehr hinmachen, weil geht nicht. Weil da. So, geforscht wird, ne? Fossilien sind wir am Verkaufen. Ja, gar nicht mal am Verkaufen, am Extrahieren natürlich. So, komm, springen wir mal wieder rüber. Drücken wir uns mal nicht mehr vor dem Sturm. Let's go. Was muss man nochmal machen bei Sturm? Haben wir schon einen Bunker? Haben wir überhaupt Leute drauf? So beginnt es immer und später wird dann herumgeschrien und davon gelaufen. Yeah. Du. Sturm incoming! Das hat einfacher ausgesehen, als es eigentlich war. Ja, ne?
Ja, nee. Haben wir keinen Bunker? Schauen wir nicht, dann lassen wir den Sturm halt einfach mal so happen. Lassen wir den Sturm einfach mal happenen. So, verkaufen. Immer alles so extra hier. 0%, 0%, 83. Jetzt können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Extrahieren, extrahieren, verkaufen, extrahieren. Ja. Oh. So, aber was wir definitiv wieder machen können, ist nochmal eine Runde losschicken. Futterstation muss aufgefüllt werden. Ja, machen wir. Kein Problem. Aha, aha. Viel mit 100% dabei. Ja, noch einmal 0%. Wissenschaft ist nicht bloß experimentieren, sondern auch beobachten. Mhm. Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Danke. Weiter so. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. So, dann hätte ich gerne einmal das Ranger-Team, denn ihr habt eine Aufgabe. Mach mal Essen, Bau. Was haben wir da unten? Ach, das sind die Fleischfresser, ne? Die sind doch gar nicht mehr da. Coming, haben wir? Warte mal. Neues Team, 50.000. Haben wir hier nichts drin? Ja, leere Upgrade-Plätze. So. Kommen wir mal noch zweimal Ranger-Team-Planung rein. Dann kriegen wir nochmal Nachladetempo 2.0. Treffsicherheit 1.0. Oh, dann nochmal Planung, so. Läuft jetzt bei dem Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen, kannst das auch nochmal voll machen. Lege weitere Aufgabe fest. Sonst haben wir ja nichts an Dinos, ne? Nö. Okay. Sturm ist schon wieder vorbei, ne? Kein Problem. Haben wir überhaupt Zuschauer? Also, nicht Zuschauer. Zuschauer habe ich eh nicht, das wissen wir ja. Habe ich ja nicht. Was? No. Das war hochwertige Forschung. Einverstanden. Was man will und was man bekommt, ist selten dasselbe. Das verstehen viele Wissenschaftler. Das ist Teil des Prozesses. Zulassen, dass man die Kontrolle verliert. Und damit dem Chaos einen Raum gibt. Sie haben offenbar genau das getan. Habe ich? Danke, habe ich gern gemacht. Kein Problem. Geil. So. Wir müssen noch eine ganze Menge Geld scheffeln. Vor allem ist es cool, wenn wir hier mit Geld anfangen. Ein T-Rex kostet wahrscheinlich ein Vermögen, ne? Ja, 1,9 Millionen. Und dann wissen wir auch nicht genau, bei dem was... Dieser neue Auftrag könnte sich für die Sicherheitsabteilung als wertvoll erweisen. Wenn Sie eine Akkuplanung upgrade auf ein Akkuzentrum an... Okay. Dank Ihrer harten Arbeit ist dieser Auftrag abgeschlossen. Gern geschehen. Das war wirklich harte Arbeit. Ich habe geschwitzt. Blut und Schweiß. So, ein Brachio ist hier gerade am Ausbrüten. Ich bräuchte noch mal ein bisschen Übersicht, tatsächlich. Und das Strom. Schutzraum. Ja, was, wir haben einen Bunker? Ja, doch klar, da ist ein Bunker. Also da gibt's einen Schutzraum. Hier überall nicht so. Gott, wenn ich noch wüsste, wie das alles geht. Finanzen, wir haben hier nichts. Wir haben kein Essen. Kein Essen, kein Trinken. Wird aber auch nicht viel gefordert, weil wir quasi niemanden haben.
So, lassen wir mal den Brachiosaurus frei. Ja, moin. Brachiosaurus. Hilfe, Kameransicht. Hm. Haben wir den zweiten. So, jetzt sind sie sozial schon mal ein bisschen happier. Because I'm happier. Was ist denn eigentlich mit dem neuen, den wir haben? Da, Kamarasaurus. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern der groß, naja, 63%. Warte, ich guck mal kurz. Haben wir noch was von Kamarasaurus? Oh, warte, forschen können wir noch. So, nehmen wir das. Und nehmen wir... Ja, das. Das kostet einen Haufen Kohle. Holy shit. Das sollte ich hier nicht tun. Das Geld brauchen wir bitter. Bitter dringend. So, was kostet es denn? 480, komm her. Achso, was wollte ich. Warte. Ich wollte hier gucken, ob wir noch Kamarasaurus haben. Ganymimus. Nope. Okay, dann wir versuchen es einfach mal. Versuchen wir mal, den auszubrüten. Wird schon schief gehen. Modifizieren wir das Genom mal so ein bisschen. Halt. ID aussehen. Zavannenmuster. Nein. Quatsch. So. Müssen wir noch ein bisschen auf die Wertung gucken. Ich meine, oh, ein bisschen auf den Preis. Wir haben nur 1 Million. Ja, deswegen würde ich ganz gerne. Guck mal, die Lebensfähigkeit geht überall runter. Das ist das Problem. Sieht zwar cooler aus, aber lebt nicht so lange. Frischer, wie ich meine. Bewertung ist so 140, ne? Aber Lebensfähigkeit minus 18%. Zählt das dann auch zum... Ah, das zählt auch zum Ausbrüten, ne? Nee. Dann lassen wir den mal so, wie er ist. Dann können wir vielleicht drüber nachdenken hier. Wo haben wir schon? Shit. Naja, gut. Whatever. Probieren wir es. YOLO. Ausbrüten. Haben wir eh wieder keine Kohle mehr. Jetzt können wir ja mal einfach so spaßeshalber. Warte mal. Könnte man noch irgendwie so einen Weg hier rüber bauen? Ist das richtig? Das ist quasi der breite Weg, an dem wir sowas bauen können. Ein bisschen was zu fräsen. Restaurante ist vielleicht übertrieben. Ein Burgerladen oder so. Hier so ein Fastfood-Restaurant, ey. Ach scheiße. So, und dann vielleicht noch was für Getränke. Sehr cool. Hallo? Getränke? Getränke 3 Sterne? Was hat ein Burgerladen bei, bei Getränke? Burger, Fastfood. Auch 3. Hm. Na ja, bauen wir euch noch eine Bowlingbahn. Können wir ein bisschen spielen. So, man konnte doch noch irgendwas, ne? Irgendwas Sicherheitsmäßiges kaufen. Oh, der Bunker. Nee. Ich bin der Meinung, man konnte irgendwas bauen für die Gebäude. Sowas wie ein Blitzleiter oder so. So ein Sturmschutz. Aber klar, man konnte auch einen Sturmschutz bauen.
Wo waren der, Leute? Wo war denn der? Ich bin ziemlich sicher, dass man das bauen konnte. Tja, keine Ahnung. I don't know. Müssen wir eh gleich wieder rüberspringen, weil kein Geld mehr. Was soll man mal eben noch machen können? Kostet zwar auch Geld, aber scheiß drauf. Ja, da kriegen wir nur das, aber egal. Dann schicken wir da nochmal hin. So. Hier sind wir jetzt Rehler. Dieser neue Auftrag eignet sich hervorragend, um die Sicherheitsabteilung zu verbessern. Prima. Ich wäre enttäuscht, wenn Sie ihn nicht annehmen würden. Prima, sind wir gerade eh dabei, da was rüber zu schicken. Wie stand da nochmal? Jede neue Entdeckung vergrößert unser Wissen. Das ist wichtig. Nehmen Sie an. Ja, ich mach schon. Dinosaurier, hier gibt's auch wieder alles. Ich weiß doch alles nicht mehr, Leute, das ist alles so viel. Und hier ist so wenig Platz, hier ist so scheiße wenig Platz. Ich weiß nicht mal, ob es hier reicht für einen T-Rex. Ob wir lieber ein paar Velociraptoren hinmachen. Ich würde gerne einen T-Rex, weil... Na, T-Rex, hallo? Oh, 1,9 Millionen ist eine Ansage, dann müssen wir ein bisschen Fossilien sammeln, ne? Den machen wir gerade mal 61.000 die Minute. Warte mal, man kann doch den Preis mal einstellen. Ja. So. Schauen wir mal. Jetzt sehen wir ja, wie viel Kohle wir machen. So, 430. Dann nehmen wir mal einen Dino-Schmaus, ja, was ein bisschen teurer ist. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Gewinn raus. 464. Nicht so viel Gewinn. Verwaltungsansicht, Essen. So. Getränke, Spaß, Finanzen der Attraktion, ja. Siehst du? Ginge besser. Wir haben wahrscheinlich gerade auch nicht genug Kundschaft, um hier wirklich Profit rauszuholen. Na komm, jetzt machen wir schon mal 95. Lassen wir mal kurz so. Bowlingbahn. Nicht so viel los. Machen wir natürlich 10 Kegel. Oh. Müssen wir natürlich den Preis ein bisschen anheben. Ah, 1280. Guck mal hier, 1400. Auch wenn es vielleicht gerade sinkt. Schauen wir mal. Kann man auch hier irgendwie sehen, ne? Verwaltungsansicht. Was ist das? Ach, Transport, ja, gut. Die müssen eine scheiß Ecke, um da hinten hinzukommen. Das stimmt schon. Wir wollen natürlich auch ein paar Souvenirs kaufen. Da müssen wir auch mal zusehen. Weil jetzt haben wir hier halt gar kein Geld. Da hilft alles nichts. Wie lange brauchst du noch? Ist gleich fertig. Dann brüten wir den gleich erstmal aus und dann gehen wir nochmal rüber und machen ein bisschen Kohle. Und zur Not mache ich dann, wenn die Folge zu Ende ist, quasi selber noch ein paar Fossilien, so ohne Aufnahme. Und gehe dann ab und zu mal rüber und verkaufe, so dass wir dann in der nächsten Folge weitermachen können. Wobei es ja eigentlich auch dazu gehört hier, ne? Muss man sagen. Dann schauen wir mal. Freilassen! Voll hübsch, ne? Der Kamerasaurus repräsentiert die Vielseitigkeit des späten Jura.
Er ähnelt anderen Sauropoden, hat aber einen größeren Schädel. Der hat zu wenig Wald, aber wir haben das exakt so hinbekommen, ne? Wenn wir hier noch ein bisschen Wald machen, dann ist das für die Brachios zu wenig Wald. Grasland. Ja, Kumpel. Sorry, aber da muss ich echt rüberhüpfen, weil... Kein Geld, Kumpel. Ich würde ja gern noch einen Kumpel machen. Aber wir haben nicht. Wir können nicht. Schiete. Ach, hier ist das Ausbildungsding. Da können wir uns irgendwie was leisten. Oh doch, können wir uns leisten. Dann komm her, wir machen nochmal einen. So, aber wir springen jetzt mal eben rüber. So leid es mir auch tut. Wir sollen noch die Hauptmission abschließen, damit wir die Sachen freispielen, ne? Auch auf der ersten Insel und so. Wobei ich auf der ersten Insel und so, ich würde gerne nach und nach wirklich alles nochmal abreißen und dann vernünftig neu aufbauen. Mama ist sehr böse. Mama T-Rex. So, herzlich willkommen zurück auf Isla Atacanio und wir müssen Geld machen. Beziehungsweise müssen wir extrahieren, nein. Extrahieren. Es ist natürlich weniger spannend für euch. Pola. Hey. Velociraptor. Machen wir so nochmal. Was haben wir hier noch so? Und dahin. Wobei dann glaube ich, werde ich echt die Folge beenden hier an der Stelle. Ihr müsst ja jetzt nicht zwingend zugucken, wie ich hier, ne, die Grabungsteams, achso, zwei, ja, okay. Wie ich hier diese spannenden Sachen tue. So, zwei Sachen verfügbar. Sind zwei Sachen, die auch noch viel Geld kosten, die wir uns nicht leisten können. Dann würde ich sagen, mache ich das hier mal eine Weile mit den Fossilien, sodass ich dann quasi fast nur noch Fossilien zum Verkauf habe. Werden wir natürlich in der Zeit hier ein bisschen Kohle gemacht haben, ein bisschen die Fossilien vervollständigen auf 100%, was ihr dann alles nicht mehr so mitbekommt, ne? Aber ist ja halb so wild. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Jurassic World Evolution. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, ich bin wieder da. Ciao!